Hallihallo, Kasu wieder hier. So, jetzt mitzutrinken, mit einer Aufnahme und mit Stronghold. Beim letzten Mal, glaube ich, waren wir einem abtrünnigen Lord ein bisschen auf die Senke getreten. Ja. Ich glaube, wir machen einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Hört sich zumindest nach dem Plan an, würde ich behaupten. Und man hört es schon. Jetzt muss ich nur noch die richtige Tastenkombination finden. Da ist es. Und funktioniert mein Numpad gerade nicht? Das ist komisch. Also rein theoretisch sollte es auf eine Bildschirmaufnahme umwechseln. Technik, die begeistert. Ich weiß warum. Ich habe Streamlabs nicht als Admin gestartet. Dann machen wir es relativ schnell. Und da ist das Spiel. Sollte rein theoretisch laufen. So. Und dann kann ich halt nicht mehr daraus tabben. So. Irgendwo hier hatten wir sogar einen Spielstand. Rein theoretisch war es das hier. War es das? Ich glaube, wir hatten die Militärkampagne, genau. Wir waren bei Mission Nummer 9. Ich hatte von diesem hinterhältigen Reptil nichts anderes erwartet. Ich werde mich selbst um ihn kümmern. Wir hatten inzwischen aber auch ein Riesenglück. Während die Ratte wie ein kopfloses Huhn in unserer Grafschaft umherirrte, konnte sich eine kleine Streitmacht in seine eigene Burg stehlen und sie einnehmen. Er ist derzeit auf dem Weg zurück, um sie sich zurückzuholen. Ich möchte, dass ihr dorthin geht und unsere Garnison dort anführt. Wieso habt ihr nicht früher eingegriffen? Es hat mich keiner darum gebeten. Diese Aufständischen haben zu oft und zu leicht gegen der Püst den Sieg davongetragen. Das lässt uns schwach aussehen. Sorgt dafür, dass sie dieses Mal unterliegen. Ich gehe ein paar Köpfe spalten. Gerüchten zufolge war das Schwein bei seiner Geburt schon so hässlich, dass ihn seine Eltern auf der Straße aussetzten. Wie auch immer, es ist bekannt, dass er von einer Gruppe umherziehender Banditen aufgenommen wurde, die überall in der Heimat über kleine Städte und Dörfer herfielen. Während er bei dieser kleinen Armee aus Schurken aufwuchs, war er nur Haut und Knochen. Er entwickelte jedoch eine grobe, aber sehr wirkungsvolle Kampftaktik und wurde zum Anführer ernannt. Von da an sorgte er dafür, dass er ein Vorrecht auf die besten erbeuteten Speisen hatte und hat sich seitdem zusehends überfressen. Verteidigt die Burg der Ratte gegen ihren früheren Besitzer. Sie ist sehr schlecht errichtet, weshalb ihr sie verstärken müsst. Wer hilft, den Burggraben fertigzustellen, der legt seine Zeit gut an. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, einem der Tyrannen endlich den Garaus zu machen. Okay, würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Zuerst mal den
Boah, graben. Weiter ausheben. Okay. Wörtchen gemacht. Auf der Rückseite ist auch alles frei. Ups. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Und ein Pikenmacher. Ich habe lieber die Bogenschützen als die Piken. Also bauen wir auch noch ein, zwei Pfeilmacher. Oder am besten drei. Dann haben wir hier zwei Holzfällerhütten, einen Jäger. Ich baue auch noch, sagen wir mal, bei vier Holzfällerhütten in unsere Burg rein. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Schauen wir mal, wie die Beliebtheit. Das Volk liebt euch, my Lord. Das ist gut. Keine Veränderung. Das heißt, wir können die Steuern erhöhen. Das Volk liebt euch, my Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. So. Sollte rein theoretisch. Das Volk liebt euch, my Lord. Eine positive Beliebtheit zur Folge haben. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Ihr könnt auf uns zählen. Gebt Ruhe! Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Befehligt sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Ja. Ein bisschen. Bin zur Stelle. Ihr könnt es auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Befehle? Rücken aus. Aber ehrlich gesagt, welches Aufbauspiel hat das? Die Truppen des Schweins greifen an. Das nicht. Das sind viele. Wohin gehen wir? Sind auf dem Weg. In Bewegung. Die Holzfällerhütten, okay. Bin zur Stelle. Rücken aus. Das ist leider nicht möglich. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Hey Daniel. Füllt den Burggraben auf, my Lord. Wir könnten ja rein theoretisch auch dieses Torhaus komplett schließen. Oder auch so.
Die Mauer hat Aua. Ja. Die Mauer hat Aua. Soweit ganz gut, Daniel. Und dir? Ich will mal hoffen, dass unsere Burg hier einigermaßen standhält. Beziehungsweise die Burg des Nagers, von dem wir die übernommen haben. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. Und weiter. Bogenschützen bereit. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. So, das war auf jeden Fall die erste Welle. Wir sollten eventuell noch eine zweite Mauer errichten. Eine Botschaft der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Wir benötigen Holz. Wie sieht das mit dem Torhaus aus? Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Womit kann ich dienen? Mein Bogen ist euer. Ein paar Bogen. Eine Botschaft von Sir Longarm. Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Damit die Holzfäller da rauskommen. Die kommen nämlich gerade noch nicht mal aus unserer Burg raus. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Ich versuche gerade den Burggraben hier wieder einigermaßen so zu machen, wie er sein sollte. Und jetzt warten wir benötigen Holz. Holz für die Zugbrücke.
mein Herr. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Wir benötigen Holz. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Wenn ich nicht wüsste, dass wir nicht genügend Holz hätten, würde ich auch keine Holzverlaute versuchen zu bauen. So. Haben wir jetzt genug? Nein. Ja, ein bisschen was komisch ist sich schon. Und vor allem diese Holzfällerhütte, die hat ja auch noch, die sieht aus, als wäre sie aus Ästen errichtet. Das heißt, rein theoretisch bräuchte man dafür keine Holzplanken. Aber okay. Drei Holz für eine Holzfällerhütte. Hat man keine Holzfällerhütte, ist die erste Holzfällerhütte kostenlos. Immerhin das haben sie mit berücksichtigt. War zumindest damals so. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Genau deswegen baue ich gerade eine Getreidefarm. Mein Hofnarr. Wir benötigen mehr Holz. Wir benötigen Holz. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Das ist ungünstig. Ein Käse noch. Das war unser Käse. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Das Volk liebt euch, my Lord. Ja, die Frage ist nur, wie lange? Wir benötigen Holz. Gefahr, my Lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Das ist sehr, sehr ungünstig mit einem leeren Kornspeicher. Thank you.
Wir benötigen Holz. Jetzt haben wir zumindest wieder eine Zugbrücke. Das heißt, ich kann hier den Graben weiter ausheben. Eine Botschaft der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Ihr dürft buddeln. Wir benötigen Holz. Bin zur Stelle. Pfeile bereit. Hauptsache, die Katapulte sind weg. Die machen nämlich den meisten Schaden. Der Feind füllt den Burggraben auf, my Lord. Eure Beliebtheit sinkt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Ich habe die Vermutung, dass diese Runde sehr schnell zu Ende sein wird. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Der Feind befindet sich in der Mauer zu Leibe. Ja, die Runde müssen wir nochmal neu starten. Botschaft der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Dem seine Burg ist mies. Ihr seid besiegt. Also. Verteidigt die Burg der Ratte gegen ihren früheren Besitzer. Sie ist sehr schlecht errichtet, weshalb ihr sie verstärken müsst. Wer hilft, den Burggraben fertigzustellen? Der legt seine Zeit gut an. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, einem der Tyrannen endlich den Garaus zu machen. Ja. Seine Burg ist wirklich schlecht errichtet. So. So, zuerst mal 3 Holz verlauten. Eine Pfeilmacherei. Eine Mühle. Bauen wir direkt 3 Bäcker. Und hinter der Burg bauen wir 2 Weizenfarmen. So. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Hier werden wir auf jeden Fall einen Turm errichten. Hm.
Mein Bogen ist euer. Wie tief ist es? Ja, bitte. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. So, der Burggraben sollte fertig sein. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Gebt Ruhe! Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Befehligt sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Ja. Die Truppen des Schweins greifen an. Mein Herr, rücken aus! Mit einem Ausfall. Zumindest auf die Katapulte. Ein leichtes. Und weiter mit Vergnügen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Befehle? Unerreichbar. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Der Feind füllt den Burggraben auf, my Lord. Feind hat die Mauern eingerannt. Schon wieder nicht gut. Der Feind befindet sich in der Burg. Dem Lord zu Leibe. Bogenschützen bereit. Visiere an. Ziel angepeilt. Ja. Ich habe die Vermutung, das wird schon wieder eine Neustartrunde. Das war eine Hütte. Der Feind ist bezwungen.
Also unser Lord hat so gerade geschafft. Ich bin eigentlich gar kein Fan von dem Burggraben hier. Eine Botschaft noch der die zweite Ratte. Hütte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Wir benötigen Holz. Eine Botschaft von Sir Longarm. Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wohin gehen wir? In den Schlamm? Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Allzeit bereit. Rücken aus. Mein Herr, sind auf dem Weg. Womit kann ich dienen? Ihr dürft weiter buddeln. Nasse Angelegenheit. Ich glaube, ich sollte noch ein Vorratslager bauen, bevor es nachher wieder heißt, euer Vorratslager ist voll. Ist natürlich schön gerade, dass man es nirgendwo hinbauen kann. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Nennt euren Wunsch. Meine Stiefel sind undicht. Eure Befehle? Hauptsache, ihr buddelt auch mit undichten Stiefeln. Thank you.
weiter? Ihr könnt auf uns zählen. So, dann können die mal wieder langsam in die Burg zurück. Wohin gehen wir? Was für ein Quack. Hier laufen Enten rum. Beziehungsweise hier sind... oder meinst du dieses Klack von den... Waffen, die hier in das Lager reingestellt werden. So Dorn. Der Sound, der gerade kam. Gefahr, my Lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf es uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle. In Bewegung. Weiß es nicht, Suto. Ich weiß es nicht. Allzeit bereit. Sehr wohl, mein Herr. Packen wir da oben mal hoch. Seltsam. Ja, wirklich. Vielleicht das, was jetzt gleich kommt, wenn der hier wieder was reinsetzt. Eine Botschaft der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Das Vorratslager ist voll, my Lord. Lager ist voll, my Lord. Bin zur Stelle. Füllt den Burggraben auf, my Lord. Nennt euren Wunsch. Bogenschützen bereit. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Allzeit bereit. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Aber natürlich. Ein Kinderspiel. Der Feind befindet sich in der Burg. Man rückt dem Lord zu Leibe. Eine Botschaft der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut okay, gesagt. Es war ein Sound von deinem Browser. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Okay. Ihr seid besiegt.
Das war Versuch Nummer 2. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen was anders... Verteidigt die Burg der Ratte gegen ihren früheren Besitzer. Sie ist sehr schlecht errichtet, weshalb ihr sie verstärken müsst. Wer hilft, den Burggraben fertigzustellen, der legt seine Zeit gut an. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, einem der Tyrannen endlich den Garaus zu machen. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Rücken aus! Uns zählen. Ja, bitte. Und noch mal aus in den Graben. Wir benötigen Gold. Zum einen mache ich den Graben hier jetzt mal was größer. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Und zum anderen machen wir jetzt direkt mal mehr von diesen Pfeileträgern. Geht Ruhe! Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Bogenschützen meine ich. Sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Ja. Ja, der Graben bringt auch nichts. Aber... das Spiel sagt, er ist gut angelegt und man glaubt ja zuerst mal dem Spiel, ne? Ehrlich gesagt, ich müsste hier einen Graben machen, wo die Katapulte aufstellen. Greifen an. Aber, naja. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Wohin gehen wir? Und weiter. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Ein leichtes. Ihr könnt auf uns zählen. Vergnügen, Herr. Interessant, wie die da hinten genau in die falsche Richtung laufen, ne? Allzeit bereit. Aber natürlich. Womit kann ich ein dienen? Kinderspiel. Nennt euren Wunsch. Ein leichtes. Sehr wohl, mein Herr. Mit Vergnügen, Herr. Wir rücken aus. Aber natürlich. Ein Kinderspiel. Und weiter. Ein leichtes mit Vergnügen, Herr.
Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Und weiter. Ja, bitte. Natürlich. Ihr könnt auf uns zählen. Ein Kinderspiel. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Ein leichtes. Ich möchte dieses Katapult hier loswerden. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal gerade. Natürlich hat es unseren Kornspeicher erwischt, das ist natürlich super. Aber natürlich. Eure Beliebtheit sinkt. Wir benötigen Holz. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Wohin gehen wir? Ein Kinderspiel. Ja. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Die Leute verlassen die Burg. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Allzeit bereit. Die Burg hat standgehalten. Sehr wohl, mein Herr. Natürlich haben wir jetzt keinen Kornspeicher mehr und unsere Bauern sind auch auf dem Weg weg. Eine Botschaft der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Ich habe die Vermutung, wir sollten den Graben Graben sein lassen. Wir schütten ihn zu und machen dann eine stärkere Mauer drumherum. Eine Botschaft von Sir Longarm. Kann ich hier nochmal neu starten? Mission beenden. Ja. Dann starten wir nochmal neu, weil ohne Kornspeicher überleben wir nicht lange. So. Auf ein neues. Mein Herr? In Bewegung. Rücken aus. Womit kann ich dienen? Kein Graben. So. Nennt euren Wunsch. Wir rücken aus. Ja, bitte. Hier die Ecke verstärken wir direkt mal. Dann direkt die Pfeile. Wir benötigen Holz. Eure Befehle sind auf dem Weg. Ihr könnt auf uns zählen. Und weiter. Und dann versuchen wir es mal auf die etwas herkömmlichere Methode ohne Bohrgraben. Ihr könnt auf uns zählen.
Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wohin gehen wir? Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Womit kann ich dienen? Bin zur Gebt Ruhe! Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Befehligt sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Ja. Dieses Huhn, wegen dem Huhn kann ich jetzt ja keine Mauer bauen. Okay. Ja. Die Truppen des Schweins greifen an. Bogenschützen bereit. Erstmal das Zelt hier. Pfeile bereit. Mein Bogen ist euer. Reparieren wir mal. Mein Herr, Bogen jetzt gespannt. Das Katapult hier. Wir benötigen Steine. Okay. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. Ja, Rücken aus. Bogenschützen bereit. Unerreichbar. Sind auf dem Weg. Feind füllt den Burggraben auf, my lord. Nennt euren Wunsch. Das war unsere Steinmine. Naja. Also unser Steinbruch. Mit den Leitern. Ja, bitte. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Wird etwas Der Feind schwierig. Hat die Mauern eingerannt. Mit Vergnügen. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Sehr wohl, mein Herr. Jetzt haben wir wieder keine Holzfällerhütte. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord.
Und unsere Burgmauer ist auch schon wieder ziemlich hinüber. Eine Botschaft der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass die Mission so schwierig war, also diese Mission hier. Also entweder mache ich etwas komplett falsch im Gegensatz keine Veränderung in der Schatzkammer, von vor ein paar Jahren. Oder eine Botschaft von Sir Longarm. Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Ich war genauso froh, dass die Mission durch war irgendwann. Dass ich vergessen habe, wie kompliziert sie war. In Bewegung! Rücken aus! Mein Bogen ist euer! Sind auf dem Weg! Na, komm auf den Wall. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Womit kann ich dienen? Wir rücken aus. Ich habe wieder so ein ganz starkes Gefühl, dass wir diese Runde wieder verlieren. Nennt euren Wunsch. Diesmal, weil wir keine Palisaden mehr haben und keine Steine mehr. Zur Stelle. Wir benötigen Gold. Mein Herr? In Bewegung. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Wäre noch eine Option, so toll. Also hier um den Graben noch mal eine Mauer. Das war meine erste Idee, aber ich glaube, so viel Steine haben wir nicht. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Was auch eine Option wäre hier eventuell einen Vorposten zu machen mit einem Turm und dann die Bogenschützen darauf zu stellen. Bin zur Stelle.
Oder zumindest ein paar Bogenschützen dahin zu stellen. Eure Befehle? Oder sogar den Turm hier oben auf dem Berg. Die kommen immer von dieser Ecke mit diesem Wegweiser hier. Also in jeder Runde kommen die aus der Richtung, wo der Wegweiser steht. In Bewegung. Ein weiter Weg. Rücken aus. Ein Problem ist halt, sobald diese Mauer an der Ecke hier kaputt ist, treffen sie den Kornspeicher. Und wenn der weg ist, dann ist das Spiel noch kürzer als so schon. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Ja. Scheint, als wenn die nächste Schlacht dann auch die letzte ist. Mit ein bisschen was Glück können wir es sogar schaffen. Ihr könnt auf uns zählen. Wir benötigen Gold. Hatte ich ja schon. Hier ist ja eine doppelte Mauer schon gebaut. Und nochmal ein Turm davor gewesen. Wir verlieren ein bisschen Gold. Aber die haben den Steinbruch hier kaputt gemacht, deswegen bekommen wir gerade keine Steine rein. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Bogenschützen bereit. 27 Lanzenträger. Und weiter. Mein Bogen ist euer. 29 Bogenschützen. Damit sollten wir doch schon mal eine Weile hinkommen. Gefahr, my Lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Und weiter. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Mein Herr? Eure Befehle? Könnt ihr mal probieren, Stelle. Was passiert, wenn ich die Bogenschützen sind hier hinbringe. Wohin gehen die Lanzenträger wir? So ein bisschen was als Schild davor postiere. Eine Botschaft der Ratte. Unverschämter Flegel. Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Allzeit bereit. Aber natürlich. Wir rücken aus. Ja, in Bewegung. Rücken aus. Eure Beliebtheit sinkt. Wir sind das drei, okay. Mein Bogen ist euer.
mein Herr? Visiere an! Ziel angepeilt! Pfeile bereit! Die Leute verlassen die Burg. Der Feind befindet sich dort zu Leibe. Normal. Das ist normal. Eine Botschaft der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Das war Versuch Nummer 3, 4. Ihr seid besiegt. Verteidigt die Burg der Ratte gegen ihren früheren Besitzer. Sie ist sehr schlecht errichtet, weshalb ihr sie verstärken müsst. Wer hilft, den Burggraben fertigzustellen, der legt seine Zeit gut an. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, einem der Tyrannen endlich den Garaus zu machen. Also den Hinweis, ja, Steintürme verleihen euch einen zusätzlichen Höhenvorteil. Eure Befehle sind auf dem Weg. Konnte man so da noch eine Brücke bauen? Ich meine, so konnte man da noch Holz, einen Holzaufstieg reinbauen. Bin zur Stelle. Ja, in Bewegung. Bogenschützen bereit. So, direkt eine Pfeilmacherei wieder. Oder ein paar Pfeilmacher. Wir benötigen mehr Holz. So. Die lasse ich dann direkt mal hier oben stehen. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. So, jetzt haben wir zumindest schon mal eine Art Vorposten direkt am an dem Zaun. Nehmt Ruhe! Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Befehligt sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Ja. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Die Truppen des Schweins greifen an. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Ziel angepeilt. Direkt das Katapult.
Ich habe zwar ein bisschen was die Befürchtung, der Hersteller des Spiels hat das nicht so geplant. Aber zumindest eine Option ist es. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Der Feind füllt den Burggraben auf, my Lord. Bin zur Stelle. Ja. Wohin gehen wir? Machen wir mal das Tor auf. Bevor die mir wieder den Stein probieren. Zerstören. Okay, haben sie schon geschafft. Der Feind ist bezwungen. Das war zumindest ein bisschen besser als beim ersten Mal. Zwar nicht auf die elegante Art. Eine Botschaft der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Wir benötigen eine Holzfällerhütte für Holz. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Nennt euren Wunsch. Dann dürft ihr schon mal wieder buddeln. Ihr könnt auf uns zählen. Auch noch buddeln. Nasse Angelegenheit. Bogenschützen bereit. Die Bogenschützen können hier hoch. Da hinten ist auch noch ein Stückchen Burggraben, der nicht mehr da ist. Eine Botschaft von Sir Longarm. Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Allzeit bereit. Wirklich in den Graben? Bin zur Stelle.
Das wird aber auch wieder verdammt knapp, die Runde. Glaube ich. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wie Wunsch. Tief ist es? Bitte? Ihr könnt auf uns zählen. Dem Schlamm? Wohin gehen wir? Nasse Angelegenheit. Allzeit bereit. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Haben wir mittlerweile Holz? Ich glaube, wir haben mittlerweile Holz für... Nein, die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Fürs Ochsenjoch. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Ja. Keine Steine, kein Holz, keine Ahnung, aber mehr als genug nervige Hinweise. Suto. Mein Bogen ist auch euer. Buddeln? Was tut man nicht alles? Die können auch buddeln. Und rein in den Graben. Womit kann ich dienen? Okay, hier versuchen wir mal keinen Burggraben zu machen, damit der Weg zur Burg noch einigermaßen funktioniert. Nennt euren Wunsch. Dann machen wir einfach den Burggraben mal so groß, wie es geht, ne? Natürlich steht unser Lord da sehr schön gerade mittendrin. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Mein Herr? So ein Schlamm! Thank you.
Mission, bauen einen Graben. Mission, bauen einen Gefahr, mein großen Lord. Graben. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Ja, bitte. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Eure Befehle? Ihr könnt auf uns zählen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Das ist okay. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Solange ich die Waffen, die ich hier noch habe, alle wegbekomme, ist alles okay. Wohin gehen wir? Ich gestalte einen Sumpf. Eine Botschaft der Ratte. Und jetzt ab. Verschenkter Flegel. Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Ab in die Burg. Bin zur Stelle. Auch. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Ja, sind auf dem Weg. Wohin gehen wir? Wo sind die Bogenschützen hier unten hin? In Bewegung. Naja, egal. Das sollte zumindest jetzt eine Weile halten. Allzeit bereit. Der Feind füllt den Boden. Natürlich ist die Schwachstelle hier vorne gerade. Am Tor. Womit kann ich dienen? Die Leute verlassen die Burg. Nennt euren Wunsch. Und weiter. Ja, bitte. Rücken aus. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Bogenschützen bereit. Okay, das Tor wird als erstes zusammenbrechen. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Sehr wohl, mein Herr. Ein Kinderspiel. Wir rücken aus. Ein leichtes. Und weiter. Ich glaube, wir haben es geschafft. So langsam. Die Burg hat standgehalten. Wir bauen einen Sumpf. Beim vierten Versuch auch endlich mal geschafft. Ich hoffe mal, das war es auch jetzt. Unsere Einwohner mögen uns sehr, in Klammern gar nicht. Bitte nicht!
Wir haben gewonnen. Wir sind siegreich, Sire. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Oder war es so geplant? Einfach nur einen großen See bauen und hoffen, dass sie nicht durchgraben können? Wer weiß. Als die Ratte im Kampf mit euren Männern fällt, bricht Jubel aus. Vielleicht gibt es ja jetzt einen Funken Hoffnung für die Nation.